Servus Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal D'Alamo. Cool, dass ihr wieder reingeschaut habt. In meinem heutigen Video möchte ich euch ganz kurz das Apple TV 4 vorstellen. Es handelt sich hierbei um den Vorläufer des Apple TV 5, das bald erscheinen wird. Voraussichtlich wird es auf der Apple Keynote am 12. September diesen Jahres vorgestellt, zusammen mit dem iPhone 8 und der Apple Watch Generation 3, wie ich hoffe. Und ich möchte euch kurz mal die Funktionen zeigen, für das ich das Apple TV am meisten nutze. Und ja, dann lasse ich uns gleich mal die Funktion testen. So, wie ihr sehen könnt, handelt es sich hierbei um den Home-Bildschirm des Apple TV 4 Geräts. Er ist ein wenig, wie ich finde, klarer und heller gestaltet wie der des Apple TV 3 Geräts. Aber auch Apple-typisch recht ähnlich, wie auch schon von den iOS-Versionen der iPhones und iPads bekannt. So, hier sind natürlich die verschiedenen Gebrauchsmöglichkeiten, die Einstellungen. Ich nutze es zum Beispiel hauptsächlich auch für Netflix und eigentlich auch fast nur, um meine Inhalte vom iPhone auf den Fernseher zu übertragen. Das Ganze funktioniert mit der Fernbedienung via Touch, also man muss nur hier drüber fahren, ohne zu drücken. Auch natürlich per Sprache über Siri, das ich jetzt nicht nutze, aber es ist ein cooles Feature. So, dann streame ich mal den Inhalt meines iPhones auf den Fernseher. Das funktioniert auch ganz leicht über Apple AirPlay. Wie ihr seht, Apple TV Wohnzimmer ist jetzt verbunden. Da ich insgesamt über 10 Apple TVs in meiner ganzen Wohnung verteilt besitze, über ein Apple TV 4 Gerät und die restlichen 19 Apple TV 3 Geräte. So, das ist eigentlich der Hauptnutzen für mich, da das Gerät natürlich auch sehr, sehr viel mehr kann, aber ich benutze es nur dafür. Wie ihr gerade gesehen habt, hat die Maschine... Servus Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal D'Alamo. Cool, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wie ihr seht, habe ich mir wieder ein neues technisches Gerät zugelegt. Und zwar diesmal nicht aus dem Bereich Smart Home Technik oder dergleichen, sondern... So, wie ihr seht, das ist mein Nutzen für das Apple TV 4. Natürlich kenne ich die ganzen technischen Spezifikationen, die ich jetzt aber hier nicht, um das Video nicht unnötig in die Länge zu treiben, alle ausführlich erklären möchte. Wie gesagt, ihr könnt mir immer wieder gerne Fragen in die Kommentare schreiben, ob ich eine Kaufempfehlung dafür ausspreche oder nicht. Und würde mich natürlich über ein positives Feedback von euch freuen, über einen Daumen hoch und wenn ihr Abonnent von mir werden würdet. Wie ihr seht, folgt in regelmäßigen Abständen immer mal wieder ein Video. Und über konstruktive Kritik bin ich immer gerne zu haben. Einfach in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich mal sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.